And it's you that I wanna need. Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Commentary. Live-Commentary, Leute. Oh mein Gott. Zu einem weiteren Commentary auf meinem Kanal, ja, weil es ist kein Live-Commentary. So. Im Hintergrund seht ihr ein Gameplay auf der Map Nuketown von mir erspielt mit der Skaha, Schalldämpfer und Schaft. Denke ich mal, dass es auf jeden Fall so war. Ja, gespielt Drohne, Konterdrohne, Orbitalsatellit, aber das sollte nach 2 Jahren jetzt irgendwie nichts Neues mehr sein. Ist keine Nuklear, ich glaube am Ende ist es ein 78-10, das Gameplay ist auch schon relativ alt. Ja, ist einfach was ganz Nettes so im Hintergrund. Fängt mit einer 14er Streak an, dann müsste ich, hätte ich einen knifen müssen, aber hab's irgendwie nicht hingekriegt. Ihr wisst ja, knifen in Black Ops 2 war ja nie so irgendwie gut. Und ja, das ist jetzt so ein kleines Freestyle-Commentary. Es ist 1.14 Uhr nachts am Montag, beziehungsweise jetzt Dienstag. Ich habe jetzt meinen Arbeitstag hinter mir, also jetzt schon ein bisschen länger, keine Angst. Ich bin jetzt nicht gerade erst nach Hause gekommen oder so. Aber ich bin halt irgendwie durch meinen Beruf nachtaktiv geworden, sage ich jetzt mal so. Weil ich dann halt abends noch Zeit habe, weil ich am nächsten Tag ja ausschlafen kann und so. Und da wollte ich heute einfach mal so mit euch drüber reden, warum ich momentan halt nicht so viel Zeit habe, irgendwas zu machen. Oder beziehungsweise manchmal auch teilweise einfach keinen Bock habe, irgendwas zu machen. Das liegt nämlich einfach daran, dass ich, ja, wie soll man sagen, einfach vormittags nicht arbeite sozusagen. Also ich habe Montag, Dienstag und Freitag halt immer erst Arbeit ab 14.30 Uhr oder 15 Uhr. Dann aber halt dafür bis 22 Uhr, 22.30 Uhr, 23 Uhr so in dem Dreh. Und mittwochs und donnerstags bin ich halt zusätzlich noch in der Schule sozusagen, also in der Ausbildung. Da wird mir sozusagen das Tanzen beigebracht für die Leute, die es nicht wissen. Ich mache ja eine Ausbildung zum ADTV-Tanzlehrer. Ist auf jeden Fall was ganz Nettes. Ja, genau. Und mittwochs und donnerstags ist man da halt in der Ausbildung und dann geht halt ein Tag, den man hat, so von 9 bis 22 Uhr, weil man halt morgens mit der Schule sozusagen beginnt von 9 bis 12.30 Uhr und danach hat man dann halt ab 14.30 Uhr oder 15 Uhr seinen normalen Arbeitstag. Aber in diesen 2 Stunden hat man halt Pause, aber kann halt auch nicht wirklich was machen. Und das ist dann halt ziemlich anstrengend, weil dann ist man halt mittwochs und donnerstags auf jeden Fall schon mal den ganzen Tag weg, kann sozusagen, also hat dann keine Zeit zum Zocken und dadurch halt auch irgendwie wenig Lust, Motivation und auch keine Zeit halt einfach Videos zu produzieren. Das ist halt momentan so das Problem, weil ich kann halt nicht viel zocken. Und wenn ich nicht viel zocken kann, habe ich halt irgendwie, ich weiß nicht, ob die YouTuber unter euch das kennen, habe ich halt irgendwie auch keinen Bock, Videos zu machen. Ich habe halt auch nur Bock, Videos zu machen, wenn ich auch wirklich meine eigenen Gameplays oder so habe oder halt Live-Commentaries aufnehmen kann. Und deswegen ist es halt momentan so ein bisschen weniger, aber es kommt jetzt langsam wieder, dass ich irgendwie Bock kriege und das halt auch langsam mit der Zeit so gemanagt kriege, dass ich trotzdem was machen kann. Da macht man es halt um 1 Uhr nachts und rendert dann halt die Videos am Vormittag. Weil es ist echt so, wenn man so einen Tag hinter sich hat, dann muss man am nächsten Tag ausschlafen. Man muss echt ausschlafen. Ich schlafe dann teilweise bis 11, 12 Uhr und um 14.30 Uhr muss ich dann schon wieder los, wenn ich um 15 Uhr da sein will. Und dann ist es echt irgendwie immer so ein bisschen Hetzerei, wenn man sich dann vom PC schwingt, das alles rendern muss oder sogar halt dann noch aufnehmen muss und so. Deswegen ist es echt, echt schwer, das hinzukriegen. Aber es funktioniert teilweise. Also ich muss mich jetzt echt dran gewöhnen, muss mich viel zusammenreißen und viel kämpfen, dass ich hier YouTube auf Vordermann bringe, beziehungsweise so halte. Weil, ey Leute, es ist mir echt so viel wert geworden, einfach dieses YouTube-Ding. Und ich sag euch eins, ne, wenn ich das beruflich oder halbberuflich machen könnte, also halbtags sozusagen, was heißt halbtags, so, halt meine Ausbildung nebenbei fortführen könnte, aber mein halbes Geld sozusagen hiermit verdienen würde. Ich würde es so gerne machen, ehrlich Leute, ich hätte da so Bock drauf, ne? Aber das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, falls das überhaupt irgendwann mal klappt. Dafür bin ich ja nicht hier, ich bin dafür hier, weil es mir Spaß macht und ich Bock drauf habe einfach. Deswegen nehme ich mir auch um
1.15 Uhr auch noch Zeit, hier ein Video zu machen und es jetzt sogar gleich noch zu rendern. Das wird einige Zeit dauern. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt kommentieren werde. Vielleicht mache ich auch gleich schon aus oder was auch immer. Auf jeden Fall gebe ich mir Mühe und versuche hier auf jeden Fall euch was zu bringen. Erste Halbzeit vom Gameplay ist jetzt schon vorbei. Ja, bald ist jetzt Advanced Warfare draußen. Da wird auf jeden Fall was kommen. Wie gesagt, das werde ich mir jetzt die Tage bestellen. Habe ich nämlich noch nicht gemacht. Habe ich wieder vergessen. Viel zu viel im Kopf. Genau, in den Ferien. Ich habe ab nächste Woche, also als Tanzlehrer hat man immer dann, wenn Schüler Ferien haben, auch Urlaub sozusagen. Ist logisch, weil geht ja nicht anders. In den Ferien bin ich vom 27. bis zum 29., das ist die erste Ferienwoche, Montag bis Mittwoch, bei Jonas, den kennt ihr vielleicht auch schon von den Livestreams, der hat ja auch schon gelivestreamt und mit mir gelivestreamt und so weiter und so fort. Bei dem bin ich die ersten 3 Tage, da werden wir, denke ich mal, ordentlich streamen. Eventuell werde ich mir bis dahin sogar noch einen Laptop besorgt haben und dann werden wir auch zusammen zocken können, nebeneinander. Das wäre natürlich über Premium, ne? Sonst werden wir das so machen, dass halt einer PlayStation zockt und der andere PC, müssen wir gucken. Auf jeden Fall werden wir uns sonst bei LOL oder so abwechseln, wenn wir das zocken wollen. Das wird auf jeden Fall trotzdem gut, mit Laptop oder ohne Laptop, das wird schon passen. Und ja, was soll ich noch sagen? Meine momentane Lebenslage ist nicht so entspannt, aber spaßig trotzdem. Macht Bock. Ist halt alles irgendwie, ein Tag fließt in den anderen Tag und das und dies und jenes und hast du nicht gesehen, das ist schon heftig. Aber ja, solange es mir Spaß macht und mein Körper das alles mitmacht, ist alles cool. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das Gameplay müsst ihr euch jetzt nicht zu Ende reinziehen. Für die, ja, ne. Ich werde es dann hier einfach dann gleich cutten, so zu Ende, weil hier passiert, glaube ich, eh nicht mehr so viel. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Commentary gefallen hat und das letzte Commentary kam ja wieder richtig gut an. Ey, echt danke, Leute, dass ihr noch so aktiv seid. Ohne Witz, ihr wisst gar nicht, wie dankbar ich dafür bin, ja. Das ist echt mega. Ich bin nicht so ein Typ, der dann sagt, oh ja, ey, meine Abonnenten sind die tollsten und ey, dankeschön. Aber das ist echt Hammer. Das kann man nämlich von keinem verlangen, dass man so lange aktiv ist. Das ist echt schon heftig. Genauso ist es auch mit meiner Freundin, ja, dass die das momentan alles mitmacht, so was ich so abmache. Was ich hier so zu tun habe und so, ist echt schon krass. Finde ich Hammer. Und das läuft gut und deswegen bin ich momentan auch eigentlich sehr glücklich. Das alles läuft. Wenn ich jetzt noch YouTube hinkriege und bald die 10.000 Abonnenten habe, Leute, dann bin ich hammer happy, ey. Boah, Hammer. Einfach Hammer. Noch 120 Abonnenten, glaube ich, oder 110 Abonnenten. Ey, Hammer, Hammer, Hammer. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt doch einfach einen Daumen nach oben. Vielleicht lasse ich das Gameplay jetzt doch noch zu Ende mit Musik laufen, die 2 Minuten. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.